Am Wort ist jetzt Maria Smodic-Neumann von der ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin Buris, sehr geehrte Frau Präsidentin Kraker, Hohes Haus, liebe Besucher auf der Galerie und liebe Zuseher zu Hause. Ich darf Sie kurz aus der Thematik der Mindestsicherung entführen in die Thematik der Invaliditätspension. Denn die Invaliditätspension neu bzw. das Sozialrechtsänderungsgesetz aus 2012 löste die befristete Invaliditätspension ab mit folgender Zielsetzung, nämlich die Anhebung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters und die nachhaltige Finanzierung unseres Pensionssystems durch eine Hebung einer Einsparung von knapp 650 Millionen Euro. Die OECD bewertete 2015 mittels einer Studie die Reform als vielversprechend. Allerdings hänge der Erfolg von der Implementierung ab. Was heißt das? Also das Was ist gut und das Wie bringt sozusagen die Ergebnisse. Und jetzt hat dankenswerterweise der Rechnungshof die ersten Ergebnisse einmal evaluiert. Statt einer Einsparung bis zum Ende dieses Jahres ist ein Mehraufwand von ca. 100 bis 200 Millionen zu erwarten. Die berufliche Rehabilitation, also jene Möglichkeit, wenn man langfristig krank geworden ist, wieder zu gesunden und in den Beruf zurückzukehren oder in einen anderen Beruf zurückzukehren, diese Rehabilitation lag weit unter den Erwartungen und die Rahmenbedingungen und die Auszahlungsmodalitäten für die Betroffenen wurden seitens des Rechnungshofs als unzweckmäßig und nicht sachgerecht bezeichnet. Zum Teil wurden dann die Empfehlungen des Rechnungshofs auch schon angegangen, wie zum Beispiel die bessere Abstimmungen zwischen den betroffenen Stellen oder den zuständigen Stellen. Eine Problematik ist aber nach wie vor immer noch evident, nämlich zum Beispiel, dass es eine relativ hohe Anzahl an psychischen Erkrankungen in Kombination mit der Tatsache gibt, dass im überwiegenden Anteil die Versorgung der Betroffenen durch Allgemeinmediziner und nicht durch Fachärzte erfolgte. Hier braucht es also tatsächlich eine weitere Überarbeitung im Sinne des Systems und vor allem im Sinne der Betroffenen und damit wieder mehr Menschen nach einer Erkrankung ins Berufsleben zurückkommen können. Auch das ist eine Frage der Menschenwürde. Sehr schade, dass das damals zuständige Ministerium unter Ihrer Führung, sehr geehrte Sozialdemokratie, das Was zwar erfüllt, beim Wie aber noch sehr viel Luft nach oben gelassen hat. Maria Smodic-Neumann von der ÖVP mit der ersten Wortmeldung in diesem Tagesordnungspunkt zur Invaliditätspension.